zur Besserung. Ich sag's euch, diese Spitzhacke ist nachher bis auf den Stumpf abgearbeitet, bis wir oben ankommen. Ich sag's euch, sowas von. Sowas von, sag ich's euch. Spannende ist jetzt natürlich auch, warte mal, ich muss hier mal wieder ein Becken einführen. Brauche irgendwie eine. Ach, ja, danke. Brauche irgendwie eine Rückzugs. Ach nee, wobei, Licht können wir uns auch mal machen. Ich war jetzt nicht das Schlechteste, was gerade eben passiert ist. Weil, also auch wenn es hier gerade hoch geht oder hoch ging, wir haben ja schon mitgekriegt, dass die Lava eins tiefer war. Wenn ich jetzt hier so einfach stupide weiter geradeaus kloppe, kann das durchaus gefährlich werden. So. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob wir irrsinnig viel Glück haben würden. Aus. So. Ein paar Meter ohne Lava geschafft. Ein neuer Ablauf drin erschaffen. Hui. Zu viel. So. Also in der Richtung hier scheint es nicht so wirklich toll zu werden. Woher weiß man das schon vorher? Ja, ich weiß, du hast es wieder gewusst. Die ganze Zeit saß du da. Oh, was macht der dann da? Nein, nicht da lang. Nein. Ach, da tropft es auch. So, die lasse ich mal stehen. Die könnte ich nochmal aufmachen. Ein bisschen mehr Licht machen. Das wird 50 Jahre dauern, bis wir hier hoch sind. Naja, ihr habt ja Zeit, ne? Da fällt mir auf, ich habe wieder nicht so eine Linie hier gezogen. Warum fällt mir das eigentlich immer erst auf, wenn ich nicht mal rankomme? Also wenn es eigentlich schon zu spät ist. So. Irgendein Punkt tropft es hier nicht mehr. Genau. Ab. Diesen Punkt. Ah, das ist nur hier vorne die Kante. Kann ich also hier wieder hoch? Da auch. So, mal gucken. Kann ich das ja erstmal hier entsprechend vorbereiten. Besser, ne? Nur da tropft es noch. Okay. R, Q,
Irgendwo gehen wir jetzt hier mal höher. In der Hoffnung, dass es uns weiterbringen tut bei dem, was wir hier erreichen wollen. Hier einen Ausgang gefunden? Was zum Scheiß? Sieht jetzt erstmal nicht so beschissen aus wie in die letzten 5 Minuten, oder? Tut da auch nichts. Okay, hier tropft die Lava wieder. Ergo machen wir uns hier jetzt erstmal ein bisschen Platz. Der Höhe. Okay. Ich höre sie auch köcheln rund um mich rum. Tropft es hier auch direkt durch überall? Hier oben ist sie wieder. Und da tropft sie auch schon durch. Hier nicht. Jetzt gucken wir mal. Ich kann den hier eigentlich gefahrlos wegnehmen. Hier tropft sie überall wieder. Gut. Auf. Seelensand. Seelensand. Quasi mit dem Messer schneidbar. Messer. Verdammt. Magma-Schleim. So. Nun weitere theoretische Gedanken zum Never. Gibt es unter... dass wir eventuell tropfende Lava sehen. Ich war schon wieder. Ich bin so gespannt. Wie ein Flitzerbogen. Plüng. Oh. Und ich bin fast verhungert. So. So groß war die Spannung. Dass ich fast verhungert bin. Boah. Unglaublich. Flup, Licht an.
bin raus. Und ich bin echt da drunter gespawnt. Ich glaub's ja nicht. Ja, komm zu Papa. Erfahrungspünktchen. Ich bin echt da in der Mitte gespawnt. Unter diesem scheiß elendig riesigen Lavasee. So, jetzt ist die spannendste Frage, finde ich denn wieder zurück? Und ich habe keine Einflussnahme auf die Musik. Ade. Aber so fröhlich, wie sie klingt, bin ich auch gerade. Das passt ja. Ein Wunder. Genau, genau, das ist nämlich hier der... Ah, genau, dann hauen wir den hier noch weg. Dass wir jetzt nicht den nächsten Lava-Einbruch hier verursachen. So, hier, Licht aus. 1, 2, 3. Oh, ey, ich glaub's ja nicht. Hättet ihr gedacht, dass wir jetzt noch rausfinden? Ich nicht. Ich dachte, ich baue hier noch mindestens 3 Stunden lang in dem Scheiß rum. War nicht mal jetzt eine halbe Stunde. Naja, vielleicht schon. Ah, verdammt. So, der kann weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. 1, 2, 3. So, hier oben. 1, 2. Glück, Glück. Ja, einfach geradeaus, geradeaus hoch. Und dann hier hoch. Okay, jetzt hätten wir hier auch wahrscheinlich gerade durchgekonnt. Da oben tropft's. Die ganze Zeit. So, hier drüben ist ja jetzt relativ safe. Also können wir hier noch ein bisschen was wegnehmen. Haha, ich bin voll. Taschen voller Neverrex. 4 Lava hat, könnte man es doch einfach mal ausnutzen. Maximchen, wenn ich, wenn hier so viel Zeug rumliegt. Ich bin aber ganz kirr. So, einfach mal wegwerfen, den Rest hier aufsammeln. So. Durchbruch.
So, jetzt erstmal gucken. Oh, fuck it. Ja, machen wir hier zu. Ja, nicht. Ja, ich weiß, die Verwendung jetzt hier so als Absperrgitter ist sinnvoller, als es einfach wegzuhauen. Aber glaubt mir, bis wir ankommen, haben wir wieder genug. Weil wir haben zu Hause schon mehrere Kisten voll mit dem Rotz. Tja. Das ist halt die spannende Frage. Ups. Machen wir es hier hinten auch gleich nochmal, ne? Machen wir es hier ein bisschen breiter. Kann nicht schaden. So. Schön, 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 schön. Wir waren mal wieder im Never. Mir reicht's schon wieder. Mein Feuerzeug ist auch gleich alle. Zum Glück habe ich nur noch eins gemacht. Na gut, ich komme hier wieder weg. Noch habe ich ja eine theoretische, wenn auch kleine Möglichkeit, hier wieder wegzukommen. Okay, hier gibt's Pilze. Schön, schön, schön. Spitzhacke ist auch noch nicht abgenuddelt bis aufs Letzte. Mann. Also insgesamt kann man das eigentlich nur beschreiben mit durchaus Schwein gehabt. So. Einmal hat es noch gereicht. Das heißt, wir hätten jetzt hier auch ein bisschen Licht. Ach ja, so. Jetzt müssen wir hier dran vorbei. Großzügiger. Und ja, man könnte mir die Frage stellen, warum ich hier alles so kaputt haue, aber so, Pilze. Pilze nehmen wir mit. Hätte jetzt auch das anders angehen können. Also ohne so viel kaputt zu hauen von dem Zeug. Aber ich bin halt Buddler, ne? Das fällt immer wieder auf. Aber ich glaube, an der Stelle hatten wir auch gar keine andere Möglichkeit. Wir hatten ja alle Wege erkundet, ne? Ne, 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 ne? Hatten wir doch, hatten wir doch. Alle Wege waren erkundet. Und keiner führte nach oben. Naja. Ja, wieder einen für die Kasse. Ich weiß. Tut mir leid. Oh, dahinter war sogar was. Hätte ich das jetzt noch... Was war denn hier? Bitte lass es nur einen doofen Hohlraum sein, der nichts sagt. Außer, hallo, hier bin ich, hohl.